Bis auf diesem einen Tag sind sie Orthopädietechniker, Physiotherapeuten oder Fachberater. Doch dann ist es soweit. Und eine große Verwandlung steht an. Irgendwie lässt sie sich sogar an ein Weihnachtswunder denken. Denn das, was die Mitarbeiter des Sanitätshaus Stolle an den Tag legen, hat zweifelsohne einen hohen künstlerischen Wert. Dies bestätigt Jahr für Jahr das höchste Gremium, das Publikum. Am 18. Dezember hat das Sanitätshaus Stolle seine Kunden und alle Gäste in die Schweriner Schelfkirche zum traditionellen Weihnachtskonzert eingeladen. Es ist unser 6. Konzert und wir haben wieder, wie jedes Jahr, zusammen mit unseren Kollegen, mit Bekannten, mit Freunden der Firma Stolle, ein buntes Programm aus verschiedenen Bestandteilen zusammengestellt. Das ist einmal musikalische Unterstützung durch die Orgel. Wir haben heute wieder Postretu im Haus, also ein Blechbläser-Ensemble. Wir werden verschiedene Gedichte und weihnachtliche, besinnliche Geschichten erzählen. Irgendwie übt man bei Stolle in Schwerin immer einen Parallelberuf aus. Ob Gesang, Posaune, Klarinette oder Orgel. Jeder hat hier seine eigene Leidenschaft und eine ganz persönliche musikalische Vorliebe. Selbst der Chef ist keine Ausnahme. Matthias Nali ist ein begeisterter Erzähler und lässt sich beim Weihnachtskonzert die Möglichkeit nicht entgehen, mit seinen Sprechkünsten zu brillieren. So entsteht ein Gesamtkunstwerk, das Weihnachtskonzert. Also die Vorbereitungen, die beginnen tatsächlich schon immer in der Mitte des Jahres. Dort setzen wir uns das erste Mal zusammen und machen uns Gedanken über das Programm. Wir sprechen mit den Kollegen, suchen natürlich immer wieder nach neuen begeisterten Mitstreitern, die das Konzert unterstützen, weil es soll ja ein Konzert der Firma Stolle für unsere Kunden sein. Und dann über die Monate bis hin eben zum Konzert selber gibt es immer wieder Probentermine, zum Teil auch hier in der Kirche. Deswegen auch ein besonderer Dank an die Schelfkirche, die uns das auch ermöglicht hier im Haus. Es ist schon Tradition, dass bei dem Stolle Weihnachtskonzert der Erlös immer für einen guten Zweck gespendet wird. Im Laufe der Jahre werden mehrere Träger aus der Region mit ihrem Projekt in Betracht gezogen. Die Qual der Wahl bleibt natürlich immer eine große Herausforderung. Auch dieses Mal fiel die Entscheidung nicht leicht. Schließlich gibt es in Schwerin noch viele, die Hilfe dringend brauchen. Ja, wir suchen jedes Jahr ja ein Projekt und es wäre wichtig, dass es ein Projekt ist, ein Spendenprojekt, was direkt Menschen, Bedürftigen hier in unserer Region zugutekommt. Dieses Jahr sind wir auf das Projekt Wüstenschiff gestoßen, ein Projekt, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen zu unterstützen und ihnen ja, Betreuung zu ermöglichen, eine warme Mahlzeit zu ermöglichen und sie in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen. Sie sind Orthopädietechniker, Mitarbeiter im Außendienst, Fachberater bis hin zum geschäftsführenden Gesellschafter. Aber nicht an diesem einen Abend in der Vorweihnachtszeit, denn dann sind sie alle Künstler.